Heute gibt es die Montage nach Hausfrauenart für Menschen, die gerne Montage machen, aber keine spezielle Pasta-Maschine hin, nicht irgendwelche viele Fertigsachen einkaufen wollen. Also ich habe auch einen Nudelteig heute selber vorbereitet. Nudelteig ist es ganz, ganz wichtig, dass der gut aufgequollen ist. Wenn man Nudelteig macht und dann sofort auswählen möchte, dann ist das relativ schwierig, weil einfach das Mehl nicht richtig aufgequollen ist. Ich nehme am liebsten Dinkelmehl Typ 630, weil das Dinkelmehl, das gibt schönere Klebefäden, das heißt der Teig, der lässt sich nachher einfach viel besser verarbeiten. Ja, der Teig, der muss jetzt also quellen. Normalerweise steht im Rezept mindestens eine Viertel bis eine halbe Stunde. Besser ist aber der Teig, der darf mehrere Stunden quellen. Für die Füllung habe ich schon vorbereitet Hackfleisch. Dann verwende ich gern ein Brät. Das Brät muss man nicht nehmen, das hat den einzigen Sinn, das ist einfach sehr fein. Das ist eine sehr feine Masse und es gibt einfach einen schönen, bindigen Maultaschenteig. Das braucht man nachher, dass uns die Maultasche aufgegangen und die Füllung nachher in dem Kochwasser drin ist. Die nehmen auch ein Semmelbrösel oder ein geweichtes Brötchen oder ein geweichtes Brot. Da geht alles. Kräuter. Das ist jetzt eine glatte Petersilie. Dann kommt dazu noch Spinat. Wir können einen ganz normalen Spinat aus dem Garten nehmen und den Blattspinat zuerst blanchieren, also ganz kurz bloß kochen und dann anschließend klein schneiden. Was ich hier jetzt habe, das ist ein Wildspinat und vermischt mit ein bisschen Mangold. Mangold funktioniert auch. Beim Mangold nehmen wir dann halt vorwiegend eher die Blätter. Das habe ich jetzt also klein gehackt. Das kommt jetzt auch mit da dazu rein. Gewürze. Also was ich jetzt weglassen würde, das ist Salz. Weil hier ist ja das Brät drin und erfahrungsgemäß ist das Brät sehr salzig. Ein gerauchter Speck mit Zwiebel, das ist ein bisschen angedünstet. Und auch dieser Speck ist sehr salzig. Gewürze, da kommt ein bisschen Muskatnuss drin, das kann man frisch reiben. So, dann kommt noch ein bisschen frisch gemahlener Pfeffer dazu. Oregano reinmachen, das mit dem Rührgerät rühren. Ursprung der Maultaschen liegt ja da drin, dass die Mönche während der Fastenzeit kein Fleisch essen durften und auch die sonstigen Menschen nicht. Und sie haben halt einfach Fleisch wollen. Dann haben sie das einfach in den Teig eingewickelt und haben das Ganze nachher Herrgottsbescheißen genannt. Einfacher kann man es natürlich haben, wenn man sich den Nudelteig fertig kauft. Das muss einfach jeder für sich entscheiden. Dann nachher in so, ich mache das jetzt größere. Oder man kann sie nachher in Stückchen schneiden. Da sind in der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man kann mehr oder weniger gleichmäßig auf die Teigplatte verteilen. Nur in der Mitte, weil die Ränder, die werden nachher eingestellt. Einfach die Teigränder überschlagen. Und das jetzt noch nicht so schön ist, das wird nachher schön, wenn die ausgestochen sind, abgestochen sind. So, man sieht jetzt auch hier am Rand, da fehlt jetzt ein bisschen Füllung. Da können wir ja jetzt auch ein bisschen nachhelfen, indem wir das einfach schön glatt drücken und dann gleicht sich das mit der Füllung aus. Abdrücken. Und durch das, dass jetzt die Füllung auf dem ganzen Teil verteilt ist und wenn ich das hier abdrücke, dann ist gleichzeitig da noch ein kleiner Film drauf und das ist der Klebstoff. Das ist das, was wir früher extra mit Eiweiß bepinselt haben. Und jetzt kommen die Maultaschen da rein. Also nicht irgendwie von weitem reinwerfen, sondern mit Liebe. Also jetzt dürfen die da drin gar ziehen. Sie kommen jetzt auch schon langsam hoch. Man kann sie dann auch mal ganz vorsichtig mit dem Kochlöffel bewegen. Bloß, dass nichts am Boden anhängt. Und jetzt 15 bis 20 Minuten? Ja, oder 10 Minuten. Das kommt einfach auf die Größe an. Also bis sie oben schwimmen. Und selbst wenn sie oben schwimmen, sollte sie schon ein bisschen so 5 Minuten Zeit kriegen. Wenn man den Teig anguckt, wenn der Teig noch irgendwo dunkle Stelle hat, dann ist er noch nicht durch. Jetzt machen wir sie raus. Und schön einzeln legen. Und man kann jetzt natürlich im Rezept der Fleischanteil natürlich drastisch reduzieren und der Spinatanteil sehr stark erhöhen. Mhm. Also wir können das Hackfleisch rauslassen und Spinat nehmen die Menge. Oder eben auch Gemüse und Käse. Ja, Gemüse und das Gemüse einfach schön klein machen.
So, dann probiere ich mal, ob die Herrgottsbscheißerle auch als solche taugen. Mmh, lecker.